einen wunderschönen guten Morgen hier aus Saint-Tropez. Das Wetter ist heute mega. Nein, wir sind nicht in Saint-Tropez, wir sind in Camp Blindfort. In der Welt, Metro und der Pole. Gleichen Autos, gleiches Wetter. Genau, gleiches Auto, gleiches Wetter. Wir haben heute den Bentley GTC vom Robert Geiss. Ne? Und ja, der ist in der Farbe lackiert. Den haben die damals so lackiert, ja, in matt. Aber mittlerweile ist es so ein bisschen, ja, die ganzen Flecken und so weiter kriegst du nicht mehr sauber. Ja? Da ist viel Vogelkot etc. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir das Auto, wie alle anderen Autos auch bei Robert, in schwarz-matt folieren. Ja? Wir machen eine neue Inspektion bei dem Auto. Die Felgen müssen wir aufbereiten. Die sind natürlich Saint-Tropez, Monaco und Co. Es sind wirklich solche Bordsteine, kein Scherz. Ja, allgemein das Auto wieder auf Vordermann bringen, weil der ist schon wirklich hier und da so ein bisschen nicht mehr schön. Ne? Innen müssen wir ein bisschen Alcantara machen, das ist alles abgegangen wegen der Hitze. Man muss auch sagen, in Saint-Tropez oder in Monaco ist die Hitze etwas anders als bei uns. Ja? Und deswegen kann schon so Alcantara oder sowas abgehen. Ja? Wollen wir jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber darf nicht, aber es kann passieren. Ne? Ne? Auf jeden Fall von der anderen Seite. Mhm. Hier so Leisten und so weiter, siehst du? Das kriegst du nicht mehr sauber, das ist aufgefressen vom was auch immer. Vielleicht war es ein Vogel, vielleicht auch die Meeresluft, die macht auch natürlich sehr viel kaputt. Hier sind so Leisten, guck mal. Ja, die Leisten, alles muss war neu. Ja, kleben, reparieren, neu machen. Ja, hier ist irgendwo abgeflogen während der Fahrt. Ja, so halt. Genug zu tun. Genug zu tun. Ne? Den soll ich am 17. oder 18. machen wir Dreharbeiten wieder in Monaco. Und da werden wir das Fahrzeug übergeben an Robert. Bin gespannt, wie der reagiert. Aber er freut sich meistens, wenn wir kommen. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet. Und wir haben nicht nur diese Geschäftsbeziehung, sondern auch, glaube ich, so eine kleine Freundschaft, die wir auch, ich sag mal, pflegen, wenn wir da sind. Vorsichtig gesagt. Es ist immer lustig und spannend bei ihm. Wirklich. Das Beste, was er immer sagt, Jungs, wir haben Planänderung. Kleine Planänderung. Kleine Planänderung. Da wird alles umgeschmissen. Aber es ist immer lustig, ja. Hier die Scheibe. Na, guck mal hier. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber guck mal, ja, das ist der Streifen, die Scheibe muss hier kleben. Hat schon ein bisschen gelöst, da ist, ne? Das ist ein Loch, guck mal. Ach du meine Güte. Ist gar nicht mehr dran, ne? Vielleicht können wir es auch, ach du Scheiße, guck mal hier. Ich kann überall die eine Hand nur, rein. Die liegt nur noch lose drin, ne? Ja, das ist nicht gut. Guck mal. Vielleicht sollen wir den Sattler anrufen, der soll hier hinkommen und das montieren. Das, was wir kleben. Ja. Weil so kann das nicht bleiben. Ja, also einmal auf Vordermann bringen und zurückbringen, lautet die Aufgabe. Und das machen wir jetzt auch. Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Autobahn A5. Heute fahren wir den Bentley GTC nach Monaco zu dem Robert. Der hat sich ein paar Veränderungen hier gewünscht an dem Bentley. Und zwar, wir haben das Auto ein bisschen verliert, wir haben hier alles in Alcantara neu gemacht. Das ist mit dem ganzen Wetter und so weiter in Saint-Tropez so ein bisschen immer sehr kritisch. Das Auto sieht gut aus. Ja? Und wir haben den verliert, das Auto. Wir haben ein paar neue Räder von Artform eingebaut. Ja, und ein paar neue Reifen. Ja? Der hatte vorher 22 Zoll drauf. Aber wir haben uns entschieden mit Robert zusammen, dass wir auf 21 gehen und etwas mehr Gummi einbauen. Ja? Weil in Monaco und Saint-Tropez sind solche Bordsteine. Ja? Und manchmal muss man da drauf fahren. Und es ist nicht so ganz einfach mit dem Alufelgen.
wenn wir in Monaco ankommen, machen wir einen kleinen Cap Horn im Hafen, wie wir auch mit der Urus gemacht haben und so weiter. Ja, also das Auto ist relativ laut auf der Autobahn. Ist relativ laut. Und ja, ich hoffe, mich könnt ihr sehr gut hören. Warum wir nicht aus Campletto direkt aufgenommen haben? Weil wir hatten so kleine Startprobleme. Und zwar, wir haben das Auto umgebaut und man muss bei elektronischen Teilen noch hier einstellen und so weiter. Morgen früh haben wir Dreharbeiten, deswegen müssen wir uns beeilen. Weil wir haben jetzt mittlerweile, wo ist die Uhr? Ich weiß es nicht, wie viel Uhr wir haben. Wir übernachten in dem schönen Vermont-Hotel. Vermont-Hotel ist ein Vermont. Vermont, genau. Vermont-Hotel und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Freitag geht es nach Saint-Tropez. Dort werden wir einen weiteren Schmuckstück von dem Robert wieder nach Deutschland mitnehmen. Was wir daraus machen, weiß ich noch nicht. Ja, müssen wir in Monaco besprechen. Aber wir lassen uns was einfallen. Ich glaube, das wird der Rolls-Royce sein, die Limousine. Und ja, ich guck mal, was wir da für das Auto zaubern werden. Heute darf die Christine filmen, die ist im Hintergrund und lächelt. Und ja, auf jeden Fall werden lustige Tage. Ach, wir waren noch kurz bei Heidelberg, bei den Wally. Ja, Wally ist unser Freund. Haben wir kurz einen Zwischenstopp gemacht. Da hat ein cooles Restaurant, da hat uns eingeladen. Wally ist ein afghanischer Popstar. Ja, der macht eine coole Musik. Wer das googeln will, kann gerne hier bei YouTube auch gucken. Wally mit V geschrieben und Y am Ende. Und da haben wir schon gegessen, gequatscht. Und jetzt geht es Richtung Schweiz. Ja, was ich sagen wollte, ist noch, dass wir jemanden in der Schweiz kennengelernt haben, der einen sehr, sehr, sehr großen Laden als Prior-Design-Stützpunkt angemietet hat. Und da müssen wir uns noch ein bisschen unterhalten mit denjenigen. Aber ich glaube, es wird so klappen oder enden, dass wir einen schönen großen Laden in der Schweiz haben werden. Jetzt haben wir getankt, natürlich bei Aral. Alles super. Spaß. Wir sind kurz vor der Schweizer Grenze. Wir haben jetzt hier gerade an der Tankstelle noch eine Vignette gekauft für 42 Euro. Top Leistung. Einmal durch die Schweiz durchfahren, 42 Euro. Das würde in Deutschland gar nicht machbar sein. Ja, aber so ist die Schweiz. Dafür ist die schön. Ja, und die Autobahnen sind gut. Ja. Am Auto ist alles im Lack. Ja. Ich habe das zwischendurch alles kontrolliert. Hier ist nichts, keine Mängel aufgetreten, nichts. Manchmal hat man es leider so, aber hier haben die Jungs ziemlich gut gearbeitet. Es ist noch ziemlich, ziemlich weit. Ne? Aber ich werde euch teilhaben lassen. Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Heute, der Gotha-Tunnel ist gesperrt in der Schweiz. Und es ist eine absolute Katastrophe, die Umgehungsstraße. Also wir müssen quasi jetzt riesig, also wirklich sehr, 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 sehr hoch und irgendwann wieder runter. Und es sind so viele Baustellen hier auf dem Weg und Verengungen und. Also wirklich katastrophal. Also kannst du vielleicht wieder rüberschwenken. Es liegt an der Seite hier teilweise Schnee. Ja, es ist extrem neblig und alle fahren wirklich nur 30 km/h. Ich bin froh, dass die Leute 30 km/h fahren, weil, wenn ich ehrlich sein soll, ich sehe hier überhaupt nichts und ich habe hier Gegenverkehr und das ist nicht gut. Bisschen waschen,
damit der Kunde, Robert, ein frisch sauber gemachtes Auto bekommt. Hm? Der Vater ist halt ein bisschen schmutzig. Ich bin gespannt, wie der Robert reagiert. Und dieses Mal nehmen wir das alles auf und zeigen euch. Kam hat das Auto noch nicht gesehen. Der Robert hat mich beauftragt hier mit Farbe und Co. Er hat die Veränderungen hier abgesegnet. Oder das waren seine Vorschläge. Auto schwarz, schwarz, schwarz. Sehr böse und dunkel soll er sein. Ne? Bin gespannt, was die Kam dazu sagt. So, wir sind hier in Saint-Tropez. Wir haben den Bentley übergeben an Robert. Sagt vielleicht auch noch ein paar Worte. Ja, er ist doch ganz gut geworden. Er sieht jetzt richtig böse aus. Er hat sich natürlich komplett verändert zum letzten Mal. Beim letzten Mal war er noch silber und hatte ein kaputtes Dach. Jetzt hat er ein ganzes Dach und er ist matt schwarz mit neuen Felgen, mit neuer Bereifung. Ich gehe davon aus, dass die Reifen jetzt besser halten bei den ganzen Speedbreakern und Schlaglöchern, die wir hier haben. So, jetzt passt er auf jeden Fall sehr, sehr gut zum großen Bruder, oder? Ja. Also die Felgen sind von Artform, die sind TÜV geprüft und so weiter. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Also die halten. Eigentlich ja. Da hoffen wir mal, weil die letzten haben alle nicht gehalten. Die waren nach einer Saison durch diese Speedbreaker einen mal zu schnell genommen, pupp, verbogen, Thema erledigt. Ehrlich? Ja. Also wir haben das hier 21 gemacht, vorher waren die hier 22 drauf. Ja. Das ist natürlich mehr Gummi, mehr Puffer. Ja, besser. Viel besser. Schön. Jetzt passt er auf jeden Fall perfekt zum Urus. Mhm. So, wir fahren ein bisschen durch die Stadt. Mit Robert. Jetzt fahren wir ein bisschen durch die Stadt. Bisschen Sightseeing machen, bisschen gucken, was hier in Saint-Tropez so los ist und dann besprechen wir die anderen Autos, weil es geht ja weiter. Das nimmt kein Ende. Robert hat ganz viele hier. Guck mal jetzt nach vorne. Guck mal, wie eng das ist. Das ist Monaco. Guck mal, die dicken Bordsteine links und rechts, fette Bordsteine. Ja, und das ist krass. Wirklich krass. So, wir sind ein bisschen ausgeschlafen. Wir haben nur noch 4,5 Stunden geschlafen und da gehen sofort die Dreharbeiten los. Vor uns mit der Robert, mit dem Innenarchitekten. Und gleich sind wir in die neue Wohnung. Monaco ist sehr, 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 sehr schön. Ja. Ich liebe Monaco. Das Essen, die Leute, die Autos, unglaubliche, sehr schön. Ich muss die Bilanz ziehen. Aber ich mag nicht die Straßen. Die sind katastrophal. Guck mal hier, schon wieder ein Tunnel. Wir fahren von einem Tunnel in den nächsten, ja. So Leute, wir sind hier bei Robert in der neuen Wohnung. Das ist eine riesengroße Baustelle. Aber die Pläne, die der Architekt dabei hat, sind echt heftig. Schön. Ja, heute auf jeden Fall mal ein wunderschöner Tag. Man sieht, Saint-Tropez geht schon wieder auf. Viele Leute unterwegs. Wetter perfekt. Kann ein wunderbares Wochenende werden. Und da gehen wir von aus, in der Hoffnung, dass alle Beachclubs jetzt auch wieder aufhaben, dass ein bisschen Partystimmung aufkommt. Und ja, wir sind guter Dinge. Ja. So, meine Freunde der Sonne. Wir machen heute und morgen einen chilligen Tag. Und ja, Robert hat uns den Bentley gegeben und hat gesagt, macht euch hier zwei schöne Tage. Uns muss man sowas nicht zweimal sagen. Wir genießen das. Nein, heute Abend gehen wir schon essen. Und ja, ich bin gespannt, wo. Mit Robert ist halt immer viel an Überraschungen. Ja. Aber der Mann hat immer Geschmack. Kurz mal durch den Hafen von Monaco und machen ein paar schöne Aufnahmen von dem Bentley. Wow, das war knapp.
knapp. Der ist zwar nicht von uns umgebaut, der war schon so. Wir haben den nur mehr oder weniger etwas erfrischt. Ja, die Farbe geändert, Polierung, Felgen, hier das alles, wo ist das? Hier am Dach haben wir die ganzen Dinger in Alcantara gemacht und so weiter. Guck mal, ist das, oh mein Gott, ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Hochhaus. Oh mein Gott, ist das eine kleine Yacht hinter uns. Sag mal. Ich glaube, derjenige, dem das gehört, dem geht's gut. Der hat keine Sorgen mehr. Aufnahmen gemacht hier im Hafen von Monaco und es ist immer wieder interessant hier einfach zu stehen oder zu sitzen, was hier alles passiert. Guck mal da, zum Beispiel rechts. Kleine Segelboote. Kann man sich wahrscheinlich anmieten. Ich würde es nicht tun. Guck mal, der hat sich fast im Wasser gelandet. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht von dem Bentley und jetzt gehen wir was Leckeres essen, ein Feierabendbierchen trinken und dann, ja. Ne, das wäre nichts für mich, so ein kleines Ding. Wenn dann schon so, kann man die Rakete da hinten sehen? Was ist das? Wirklich, beim besten Willen, das heißt doch, das ist doch keine Yacht. Das ist was ganz, ganz, ganz Großes. Auf jeden Fall, ja, lass uns ein bisschen durch die Gegend fahren und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen, wo wir ein kühles Bier trinken könnten oder ein Glas Wein und dann aufs heute Abend. Das war's hier aus Saint-Tropez. Wir fahren ein neues Baby zurück, ja, vom Robert. Und ich glaube, der wird verkauft. Also wir müssen dann quasi die Folie etc. abmontieren oder demontieren, Auto abfolieren und so weiter. Und ja, frische Inspektion muss da gemacht werden und dann wird der verkauft. Also hier bauen wir nichts um, ja, und was da, sag mal, als Ersatz kommt, ja, für den Reus, lasst euch überraschen. Das ist wirklich was richtig Cooles, was sehr, sehr, sehr Sportliches, ja, also wirklich, lasst euch überraschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like oder einen Kommentar. Aktiviert die Glocke und ja, ich freue mich und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.